Wir sehen uns auf reitschuster.de. Ja, hallo. Hallo. Mein Name ist Margarete Stukowski. Ich bin hier heute das Abschreckungsbeispiel für Long-Covid. Normalerweise bin ich Autorin, beziehungsweise ich war es vorher. Meine Infektion war im Januar. Ich war 3-mal geimpft, also ich war ziemlich frisch geboostert und seitdem bin ich krank. Nein, Sie haben sich nicht verhört und Sie sehen es auch richtig. Karl Lauterbach präsentiert hier die Spiegel-Kolumnistin Stukowski, dreifach geimpft. Und sie gibt hier das abschreckende Beispiel, wie sie selber sagt, dafür, wie gefährlich Covid ist. Eine dreifach Geimpfte, die an massiven Spätfolgen leidet. Und sie wird hier als Kronzeugin für die Impfung präsentiert. Es ist eigentlich nicht zu fassen. Es ist absurdes Theater. Entschuldigung. Und seit ein paar Wochen bin ich so halbwegs auf dem Weg der Besserung. Aber es gibt immer noch sehr viele Tage, an denen ich einfach nur im Bett liegen kann und das ist dann auch nicht so entspannt, wie das immer klingt mit dem Bett liegen und so. Also man liegt dann mit Symptomen im Bett. Und ja, ich finde sehr gut und richtig, dass es diese Aufklärungskampagne jetzt gibt. Die Aufklärungskampagne, das ist der Anlass für diese Bundespressekonferenz mit Stukowski, eine Aufklärungskampagne für die Impfung und man wirbt dafür mit einer Geimpften, die nach 3 Impfungen schwere Symptome hat, wie sie das berichtet. Ich habe andere Symptome oder Leute setzen Long-Covid quasi mit so einer Art Burnout oder Depression oder so gleich, beides habe ich nicht. Haben so Vorstellungen, dass man so eine verdiente Auszeit irgendwie hat durch so eine Long-Covid-Erkrankung. Und das trifft halt alles nicht zu, das ist alles ziemlicher Quatsch. Deswegen bin ich froh, dass es jetzt diese Diskussionen gibt über, ob die Maskenpflicht in Innenräumen wieder eingeführt wird. Und ich hoffe, dass das passiert, wobei Grüße auch da von mir, ich habe mich draußen angesteckt. Ich bin sehr, sehr sicher, in welchem Moment das war und das war draußen. Dazu muss man wissen, dass führende Aerosolforscher sagen, eine Ansteckung im Freien ist so gut wie ausgeschlossen. Und ich habe Dr. Pürner gefragt, den früheren Gesundheitsamtschef und Epidemiologen, und er sagte, er hält so eine Aussage für ausgesprochen unwissenschaftlich, ja, für blanken Unsinn, aus so einer Aussage die Forderung heraus zu begründen, dass man eine Maskenpflicht im Freien braucht. Die Frau Stukowski, das habe ich später herausgefunden, hat zwar damals geschrieben, wahrscheinlich habe sie sich mit einer Freundin bei einer Freundin angesteckt im Freien, mit der sie sich unterhalten habe, aber auch das ist nach Ansicht von Medizinern so Unsinn, weil man im Freien normalerweise Entfernung hat und wenn die schon Symptome gehabt hätte, diese Freundin, dann hätte man einfach Abstand halten können und keine Maske gebraucht. Also erstaunlich, wie hier die Forderung nach einer Maske im Freien in Gegenwart von Lauterbach begründet wird und dass keiner der Journalisten das kritisch aufgreift zum Fremdschämen. Ich habe dabei noch eigentlich dreifaches Glück im Unglück, weil ich erstens einen Arzt habe, der Long-Covid ernst nimmt. Ich war auch schon bei anderen Ärzten, die das absolut nicht ernst genommen haben. Einer davon, der sogar eine Long-Covid-Sprechstunde anbietet. Das war grotesk, aber egal. Jedenfalls habe ich einen Arzt, der sich darum kümmert. Zweitens, weil mein Freund mich pflegt und für mich einkaufen geht und kocht und diese ganzen Sachen macht, die ich nicht mehr so gut machen kann. Und drittens, weil ich vorher ganz okay verdient habe und deswegen jetzt noch nicht arm bin durch die Krankheit. Ich sage noch, weil ich nicht weiß, wann ich gesund werde. Und sicher auch viertens, weil ich nicht so viele Deppen in meinem Umfeld habe, die generell Corona-Leugner sind oder Long-Covid für Beamten oder Künstler Hysterie halten oder so. So sehr ich menschlich Mitgefühl habe mit Frau Stukowski, ohne dieses Verleumden, ohne dieses Diffamieren von Kritikern geht es nicht. Und sind diese Deppen, wie sie das nennt, dann auch die Wissenschaftler an der Uniklinik Essen um Professor Christoph Kleinschnitz? Denn der hat in einer Studie herausgefunden, dass Long-Covid fast immer eine Folge von psychosomatischen Problemen ist, also eine psychische Ursache hat. Und das hat er sehr weit erforscht.
in einem der großen Covid-Zentren. Aber so etwas ist natürlich Gotteslästerung, so etwas darf man nicht sagen und es traut sich auch keiner der Journalisten hier auf der Bundespressekonferenz das anzusprechen. Aber nochmal, das sind keine Aussagen von Covid-Leugnern, wie man heute alle Kritiker der Maßnahmen nennt, sondern es ist Professor Christoph Kleinschnitz von der Uniklinik Essen, die auch eine Long-Covid-Ambulanz hat und es ist eine Studie mit 500 Teilnehmern. Aber kein Thema hier. Unfassbar. Ich habe zunächst eine Frage an Sie, Frau Stokowski. Sie haben ja im Prinzip alles richtig gemacht. Also Sie sagen, Sie sind mehrfach geimpft gewesen und dementsprechend auch. Wir können Sie ganz schlecht verstehen. Ich sagte, Entschuldigung, weil es ein bisschen weit weg ist. Sie sagen ja, dass Sie mehrfach geimpft sind, also auch geboostert, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie erklären Sie sich, dass Sie trotzdem. Trotzdem? Oder deswegen, aber das wäre das ultimative Tabu auf der Bundespressekonferenz. So derartig erkrankt sind und gleichzeitig werben Sie auch für Impfungen. Haben Sie da nicht auch einen Zweifel, dass das möglicherweise nicht so geschützt hat, wie Sie sich das erhofft haben, weil Sie ja trotz Impfung schwer erkrankt sind? Danke für diese Frage an die Kollegin. Der absolute Höhepunkt der Bundespressekonferenz und geradezu Gotteslästerung, aber wie gesagt, auf die weiterreichende Frage, ob es nicht auch an der Impfung liegen könnte, da kam niemand, beziehungsweise die traute sich niemand zu stellen. Aber dazu in Kürze noch etwas mehr. Hören wir uns kurz die Antwort der Frau Stokowski an. Ja, wie erkläre ich mir das? Keine Ahnung, kann ich mir nicht erklären. Ja, faszinierend. Dann sollte man sich vielleicht einmal Gedanken machen, auch die eigene Ideologie hinterfragen. Aber wo kämen wir dahin? Die Frau Stokowski ist ja eine, die ganz, ganz stramm auf Linie ist und auch ihre Sympathie für die linksextreme Antifa nicht verhehlt. Also es ist so, ich kenne auch Leute, die nicht geimpft waren und Long-Covid haben, von daher, also keine Ahnung, wie das bei mir gelaufen wäre, wenn ich nicht geimpft gewesen wäre. Einfach nur bestechend, diese Logik. Und nochmal, das ist die Kronzeugin von Karl Lauterbach für eine gigantische Impfkampagne. Natürlich hätte ich gehofft, dass die Impfung mich auch vor Long-Covid schützt. Und es scheint ja rein statistisch bei vielen Leuten so zu sein. Ja, umwerfend, wenn das alles ist, was die Bundesregierung aufzubieten hat, um für die Impfung zu überzeugen, dann gute Nacht. Ich war vorher einigermaßen gesund. Also das, weswegen ich in Behandlung war, spielt keine Rolle. Sowas wie Schilddrüsentabletten, das nehmen viele Frauen in meinem Alter. Dazu hat mir ein aufmerksamer Leser eine wunderbare Fundstelle gefunden, und zwar Symptome Long-Covid, Müdigkeit, Erschöpfung, eingeschränkte Belastbarkeit, Kurzatmigkeit, Konzentrations- und Gedächtnisprobleme, Schlafstörungen, psychische Probleme, depressive Symptome, Ängstlichkeit etc. Und jetzt schauen Sie Schilddrüsenunterfunktion, und gerade hat Frau Stokowski ja von ihrer Schilddrüsenunterfunktion gesprochen. Da sind die Symptome Müdigkeit, erhöhtes Schlafbedürfnis, Antriebslosigkeit, Teilnahmslosigkeit, verlangsamte Reflexe, Gedächtnisschwäche, depressive Verstimmungen. Na, klingelt's? Fragt der Leser. Und hatte keine relevanten Vorerkrankungen. Von daher weiß ich nicht, warum ich so erkrankt bin und klar hätte ich mir gewünscht, dass die Impfung mich davor schützt, aber ich würde trotzdem allen Leuten raten, sich impfen zu lassen, weil ich weiß nicht, wie es mir ergangen wäre, wenn ich nicht geimpft gewesen wäre. Da fällt es mir wirklich schwer, nicht hämisch zu werden, und da kann ich mir nur an den Kopf fassen. Drei Impfungen, massive gesundheitliche Folgen und dann die Aussage, ich weiß nicht, wie es mir ergangen wäre, wenn ich nicht geimpft gewesen wäre. Auf die Idee, dass sie vielleicht topfit wäre, wenn sie nicht geimpft geworden wäre, kommt niemand, und auch keiner der Journalisten hat entweder die Idee oder den Mumm in der Hose, diese Frage zu stellen. Das ist für mich eine unglaubliche Veranstaltung. Und Journalisten, die diese kritische Frage stellen würden, wie ich, die wären entweder rausgeschmissen oder nicht zugelassen in der Bundespropagandakonferenz. Herr Lauterbach. Ja, vielen Dank. Das ist eine sehr wichtige Frage. Von dem, was die Studien bisher zeigen, geht man davon aus, dass für diejenigen, die geimpft sind, das Long-Covid-Risiko sich um die Hälfte verringert. Mag sein, aber was kritische Mediziner wie Dr. Pürner sagen, ist, dass mit jeder Impfung, mit jeder Infektion das Risiko von gesundheitlichen Folgen steigt,
und dass man nicht seriös unterscheiden kann danach, was ist Folge der Impfung und was ist Folge der Infektion. Und das zu vertuschen hier, das nicht zu sagen, Herr Lauterbach, das nenne ich verantwortungslos, das nenne ich Hütchenspielerei und dass keiner der Journalisten hier den Mut hat, das nachzufragen oder aufs Tablett zu bringen, das ist eine Schande für meinen Berufsstand. Und was Sie jetzt im Hintergrund vielleicht leise erahnen konnten, das war das Knurren meiner Katze. Die hat tatsächlich in dem Moment, als ich hier Karl Lauterbach zitiert habe, hat sie geknurrt. Die Katze hat offenbar einen guten Menschenverstand. Das heißt, es bleibt ein Risiko übrig, aber die Wahrscheinlichkeit, Long-Covid zu bekommen, wenn man sich trotz Impfung infiziert hat, ist deutlich reduziert. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, klang das bis vor kurzem bei Karl Lauterbach noch sehr viel großspuriger und jetzt ist auf einmal nur noch von 50% geringerem Risiko und einer deutlichen Reduktion die Rede, die überhaupt nicht ins Verhältnis gestellt wird mit den Impfnebenwirkungen. Es macht einen fassungslos, aber sehr viele Leute schlucken es offenbar und wenn man nicht zwischen den Zeilen lesen kann, wenn man da nur zuhört, dann wird man offenbar leicht aufs Glatteis geführt. Den Faktor kann man nicht genau sagen. Beste Studienlage, also zusammenfassend, ist ungefähr Faktor 0,5. Das ist schon mal sehr bedeutsam. Ungefähr und kann man nicht genau sagen. Es fehlen einem nur noch die Worte. Ja, eben auch zur Impfkampagne, die heißt ja, ich schütze mich. Früher war es ja eher das Argument der Solidarität. Was hat sich da verändert? In der Tat, also ist es so, dass zum jetzigen Zeitpunkt die Bereitschaft, sich selbst impfen zu lassen, um Dritte zu schützen, nicht mehr so ausgeprägt ist, wie das am Anfang der Pandemie war. Weil jeder quasi jetzt denkt, na ja, der Dritte, den ich jetzt schützen soll, der kann sich selbst schützen, indem er sich impfen lässt. Auch hier wieder ein Hütchenspiel. Nein, Herr Lauterbach, es liegt daran, dass eben jetzt bekannt ist, dass die Impfung nicht so vor Übertragung schützt, wie Sie und Ihre Mitstreiter das uns jetzt schon seit langer Zeit vormachen. Ja, ich würde sogar sagen, vorgaukeln wollen. Es sind ja nur wenige, wo der Schutz durch die Impfung dann also nicht wirklich durchdringend ist, weil zum Beispiel die Schutzwirkung wegen Vorerkrankungen nicht reicht. Man hat wirklich den Eindruck, die merken nichts mehr. Neben Herrn Lauterbach sitzt hier jemand, der dreimal geimpft ist, trotzdem diese schweren Folgen hat und er sagt, es sind nur wenige. Warum haben Sie dann als Beispiel hier für Ihre Impfreklame genau jemanden mitgebracht, wo das eben nicht so war? Es ist einfach wirr. Wir haben aber auch Leute, die dann einfach sagen, also ich schütze mich in einer lustigen Art und Weise, dass man sieht, das ist auch ein Appell an andere, macht ihr doch das Gleiche. Ich impfe mich in lustiger Art und Weise, macht ihr doch das Gleiche, was braucht der Minister? Ich hätte da auch gerne was davon. Es gibt ja diese Studie von den Helmholtz-Leuten, die sagen, die dritte Variante, es könnte eine neue Variante kommen, die wieder zu Fallanstiegen führt, das könnte schon durchaus drin sein. Ihre Gebührengelder im Einsatz. Ich übersetze die Frage von dem ZDF-Kollegen in Klartext. Sie warnen ja immer vor schwierigen Varianten dafür, dass alles wieder schlecht wird. Kann es passieren, dass Ihre Warnung wirklich wahr wird? Phänomenal. So, und jetzt noch gleich die obligatorische Werbeunterbrechung für das Medikament von Pfizer, für das Lauterbach immer Reklame macht. Und ich frage mich, gibt es da Fleißpünktchen für die Journalisten, die brav den Minister hier bedienen. Andreas Rinke von Reuters. Herr Lauterbach, ich hätte ganz gerne zu Paxlovid gefragt. Sie haben uns darauf hingewiesen, effektives Medikament, aber es gab immer wieder Klagen auch von Ihnen, dass es zu wenig eingesetzt wird, dass Medikamente möglicherweise verfallen. Was genau tun Sie oder wollen Sie tun, damit Paxlovid besser zum Einsatz kommt? Ja, Charlotte Kurz vom Deutschen Ärzteblatt. Ich wollte auch noch mal zur Nutzung von Paxlovid fragen. Ja, man kommt sich wirklich vor wie auf einer Reklameveranstaltung von Pfizer und diesem Medikament. Wie gesagt, vielleicht gibt es Pluspunkte für die Journalisten im Heftchen. Und dann muss natürlich auch noch Reklame für die Testpflicht gemacht werden. Voilà. Ja, Patrick Heuschlein von Apotheker Ad-Hoc. Herr Lauterbach, Sie hatten die Maskenpflicht jetzt mehrfach angesprochen. Wie sieht es denn aus mit der Testpflicht? Würden Sie sowas auch befürworten oder sagen wir mal Änderungen im Testregime? Hauptstadtstudio. Es gab dann auch noch weitere erstaunliche Erkenntnisse. Ich dachte bisher immer, einer der Vorzüge der STIKO, der Ständigen Impfkommission, ist, dass sie unabhängig ist von der Politik. Aber plötzlich sitzt da Herr Lauterbach mit am Tisch. Faszinierend, voilà. Ich wohne den Sitzungen der STIKO jetzt auch selbst bei.
Und also ich freue mich, dass die STIKO, insbesondere das möchte ich hier ausdrücklich erwähnen, sich darauf verständigt hat, was bei denjenigen, die in Pflegeeinrichtungen leben und schon 4 Impfungen haben, wo die 4. Impfung aber lange zurückliegt, länger als 6 Monate, oder eine Infektion länger als 6 Monate zurückliegt, dass dort ausdrücklich auch die 5. Impfung empfohlen wird. Na wunderbar, kaum wohnt Herr Lauterbach der STIKO bei, wie er das ausdrückt, schon ist auch die 5. Impfung im Gespräch. Faszinierend. Und hier noch ein Beispiel für kritischen Journalismus, so wie es der 4. Macht gebührt. Dann Herr Schmidt-Denker, wenn auch Sie sich kurz vorstellen, ja, bitte. Ja, Frau Schmidt-Denker, NTV RTL Hauptstadtstudio, Herr Minister. Sie sind ja seit Beginn der Pandemie zahlreichen Anfeindungen ausgesetzt gewesen, zuerst als Gesundheitspolitiker, dann als Minister. Jetzt gab es ja auch wieder konkrete Bedrohungen, Bundesanwaltschaft ermittelt. Was macht das mit Ihnen? Wie sehr geht Ihnen das an die Nieren, wenn Sie von solchen Plänen erfahren? Ja, eine 75-Jährige als Kopf einer gemeingefährlichen Terrorgruppe, die die Entführung von Herrn Lauterbach plante, mit 75 Jahren. Gut, dass die Journalisten sitzen, sonst könnte man Gefahr laufen, auf einer Schleimspur auszurutschen. Das bedeutet, es gibt und auch die bekannten Scharfmacher waren wieder am Werk. Dritte Variante, hier es könnte zum Beispiel eine neue Variante kommen, das Framing, das böse, böse Oktoberfest, führt, da wird doch das Herz sein. Des Ministers höher sein, hüpfen, ja. Bei solchen Fragen, die ihm wie bestellt erscheinen. Danke, Jordans, okay. Ganz kurz, weil Sie die Statistiken angesprochen haben, glauben Sie, dass Sie die, dass die Infektionszahlen in Deutschland derzeit zuverlässig sind, wenn man bedenkt, dass viele Fälle nicht mehr gemeldet werden? Und die eigentliche Frage, man hat ja letzte Woche vor allem einen Anstieg im Süden festgestellt. Manche behaupten, es gäbe einen Zusammenhang mit dem Oktoberfest. Sehen Sie da eine Verbindung? Hätte man das vielleicht im Nachhinein so nicht veranstalten sollen? Ja, wenn die Fragen so nach dem Geschmack des Ministers ausfallen, dann darf jemand auch mal 2 Fragen stellen, was man zur Erinnerung bei bösen, bösen Desinformanten wie bei mir früher nicht gestattete. Aber die Doppelmoral in der Bundespressekonferenz kennen wir alle hinlänglich. Aber es gab dann doch noch eine halbwegs kritische Frage, beziehungsweise 2. Voilà. Was ist denn der Minister, der behauptet, immer nachts Studien zu lesen, sie zu verstehen, dann die Daten vorzutragen und so weiter? Warum werben Sie dann jetzt nicht mehr mit Daten, sondern mit 84 Anekdoten? Hat das was damit zu tun, dass im Faktenbooster Fehler abgedruckt wurden? Und die 2. Frage, alle Experten, alle Corona-Experten bis hin zu Christian Drosten sind sich einig, Infektionen sind kaum oder gar nicht zu verhindern. Alle Menschen werden sich früher oder später mehrfach infizieren. Wir haben jetzt 186 Millionen Impfungen, 34 Millionen festgestellte Infektionen, Dunkelziffer riesig. Was ist das Ziel? Wann ist sozusagen die Grenze erreicht? Wann sind es 4, 5, 6 Impfungen, 3 Infektionen, eine Mischung aus 7? Also wann, was ist das Ziel dieser ganzen Maßnahmen und der Pandemie? Wann ist Schluss? Ja, zunächst einmal die Motivation von Menschen, sich also impfen zu lassen oder sich zu schützen, Maske zu tragen, gefährliche Veranstaltungen zu meiden, Großveranstaltungen zu vermeiden, das erreiche ich nicht, indem ich eine komplizierte Studie mit einer noch komplizierteren Statistik in englischer Sprache hier in der Bundespressekonferenz vorstelle oder ins Netz stelle. Also wir arbeiten schon mit den ganz klassischen Methoden der Kommunikationspsychologie. Zur Erinnerung, gerade erst hatte der Minister im Bundestag gesagt, man mache keine Werbung für die Impfung. Jetzt gibt er genau das zu. Herr Lauterbach weiß offenbar nach ein paar Tagen nicht mehr, was er vorher gesagt hat. Den Rest seiner Antwort stelle ich Ihnen nach dem Nachspann hier rein, weil sie sehr langatmig ist, wie das die Art ist des Ministers. Das war es für heute. Ich habe wieder in den sauren Apfel gebissen, das zu analysieren, aber dass der Minister mit einer dreifach Geimpften, die an massiven Folgen leidet, für die Impfung wirbt, das konnte ich einfach nicht ohne ein Video lassen. Und er hat in dieser Pressekonferenz noch eine Aussage gemacht, die so spektakulär, so unfassbar ist, dass ich dazu noch ein eigenes, ganz kurzes Video mache. Ich bin überzeugt, das wird Sie auch überraschen. Und außerdem ist er noch beim Lügen ertappt worden, und zwar von der eigenen Staatssekretärin. Dazu mache ich auch noch etwas. Dieser Mann ist wirklich ein Phänomen. Ich hoffe
oder ich fürchte, Sie haben es genauso satt wie ich, aber wenn man es einfach ignoriert, dann ist das gefährlich, solange jemand wie Herr Lauterbach noch so einen Einfluss hat und solche Macht hat. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie, unten die Glocke drücken, dann werden Sie immer benachrichtigt und über Unterstützung als kleine moralische Kompensation dafür, dass ich mir in Nachtschichten das hier antue, die ist natürlich herzlich willkommen. Solange es noch geht, denn Sie wissen ja, PayPal zum Beispiel, Sperre und auch die Banken kündigen. Noch können Sie etwas tun für freien Journalismus, der ohne GZ-Gebühren und ohne Steuergelder auskommt. Alles Gute, danke, gute Nacht in jeder Hinsicht. So, und jetzt noch wie versprochen oder angedroht, je nachdem wie Sie es damit halten, die vollständige Antwort des Ministers auf die im vorherigen Video wiedergegebene Frage. Schauen Sie es an, genießen Sie es. Ja, zunächst einmal die Motivation von Menschen, sich also impfen zu lassen oder sich zu schützen, Maske zu tragen, gefährliche Veranstaltungen zu meiden, Großveranstaltungen zu vermeiden, das erreiche ich nicht, indem ich eine komplizierte Studie mit einer noch komplizierteren Statistik in englischer Sprache hier in der Bundespressekonferenz vorstelle oder ins Netz stelle. Also wir arbeiten schon mit den ganz klassischen Methoden der Kommunikationspsychologie. Und da gibt es ein Spektrum, das ist klar. Aber wir haben uns hier eben entschieden, mit Echtmenschen zu arbeiten. Nicht mit Schauspielern, nicht mit fiktiven Fällen, sondern hier treten 84 Bürger nach vorne, die also ihr Schicksal oder ihre Überzeugung vortragen und also für die große Gruppe in der Gesellschaft sprechen, für die Mehrheit. Das sind die Menschen, die für die breite Mehrheit sprechen. Und wir wollen einfach, dass wir nochmal zusammenkommen. Somit ist diese Kampagne aus meiner Sicht auch etwas, ich schütze mich, das ist auch etwas wie ein Lagerfeuer, wo noch einmal die zusammenkommen, die die Pandemie weiter ernst nehmen und versuchen, durch diesen schweren Herbst oder Winter durchzukommen. Das ist ein Lagerfeuer der Vernünftigen. Diese Kampagne, ich schütze mich, ist ein Lagerfeuer der Vernünftigen, wo wir bei schlechterem Wetter und Kälte zusammenkommen und uns nochmal zusammennehmen und sagen, ich schütze mich, weil ich vernünftig bin. Und das sind Menschen, die das tausendmal besser motivieren und vortragen können, als ich es mit meinen nächtlich evaluierten Studien je könnte. Der zweite Punkt ist, also wo läuft das Ganze hinaus? Also es ist übrigens nicht so, dass also Herr Drosten jemals sagen würde, zumindest im Expertenrat hat er das nicht gesagt und auch in den vielen Gesprächen, die ich mit ihm führe, bin sicher, dass ich mit Herrn Drosten mehr Gespräche führe, als Sie das tun. Aber er hat mir gegenüber noch nicht erwähnt, dass er davon ausgeht, dass sich jeder infiziert. Das hat auch also sonst kein Mitglied aus dem Expertenrat, zumindest im Expertenrat, bisher vorgetragen. Das ist einfach nicht zu erwarten, dass sich jeder infiziert. Die Strecke nach vorne geblickt ist, ich persönlich, und da bin ich Optimist, glaube, dass wir Impfstoffe bekommen werden, auch wenn das bisher noch nicht da ist, aber wir werden Impfstoffe bekommen, die vor der Infektion gut schützen, wahrscheinlich nasale Impfstoffe oder inhalative Impfstoffe, die eine Schleimhautimmunität darstellen, sodass der Schutz vor der Infektion noch besser ist, als er jetzt ist. Aber jetzt sagen wir ruhig mal, es wäre Ihre pessimistische Annahme wäre also richtig und also es könnte gar nicht vermieden werden, dass, ich sage mal, in 5 oder 6 Jahren sich jeder infiziert hätte. Sagen wir, es wäre wirklich richtig, was ich falsch finde. Aber sagen wir, wir unterhalten den Gedanken für eine Sekunde. Dann macht es für mich einen Unterschied, ob Leute in 6 Jahren möglicherweise schwer erkranken und wenn sie älter sind, dann möglicherweise auch versterben oder ob sie es jetzt tun. Also wenn der jetzt 80-Jährige sich in 6 Jahren infiziert und dann möglicherweise an einem schweren Verlauf verstirbt, dann hat er bis dahin noch 6 Jahre gelebt. Und daher ist diese defätistische Haltung, wir machen nichts mehr, weil es erwischt zum Schluss je. Das ist zum einen wissenschaftlich nicht korrekt und zum zweiten ist es eine zynische Haltung. Denn mit einer solchen Haltung könnte ich auch die Krebsbehandlung einstellen.
mit der gleichen also Haltung könnte ich hingehen und sagen, bei jemandem, der jetzt an Krebs erkrankt ist, wo ich die 5-Jahres-Überlebensquote verbessere, würde ich sagen, Moment, in 5 Jahren ist er doch sowieso tot. Dann könnte ich dann auch aufhören. Somit, das ist einfach kein, dieser Defätismus ist mir und auch der Bundesregierung nicht zu eigen.